So, es ist jetzt 19.29 Uhr und hier ist mein, naja, es wird langsam wenig, Bentonit und noch was anderes dazu, Seonit, Bentonit und das soll ja, ups, das habe ich jetzt nicht gesehen, das sollte nicht passieren, aha, kleiner Vulkanausbruch und ein schöner gehäufter Löffel und das tue ich halt so runter. Machen, damit sich keine Klumpen bilden. Bilden sie wahrscheinlich trotzdem, aber nicht so schlimm wie sonst. Und man kann so einen kleinen Mixer rein tun oder so eine Art wie ein Smoothie machen, nicht wahr? Entweder so ein kleiner Schneebesen, der elektrisch ist. Damals hat es das gegeben für Cappuccino oder sowas machen, ne? Oder Milch aufschlagen. Oder man kann einen Smoothie theoretisch das machen. Naja, man kann es. Und es raucht dann so schön. Vulkanrauch. Und dann kommen die Tropfen. Kein Problem, das zu trinken, das ist echt gut. Also, wenn man weiß, wozu das dient, sieht man ja, wozu das dient. Ne? Borreliose und Co. So, nochmal nachgerührt, weil das ein bisschen runtersettelt. Und ja, ständig am Daumen da, diese Stelle. Ist am Jucken, ne? Weil das sind diese Morgellons immer wieder und die ziehe ich einfach raus mit den Fingernägeln so gut ich kann, ne? Also man spürt schon, wenn man sie rausgezogen hat, dann fängt es dann wieder zu jucken an, ne? Weil die das anscheinend nicht mögen, ne? Und was gibt es noch Neues? Ach ja, hinter dem linken Ohr, da hat es wieder angefangen zu jucken. Das heißt, da müsste ich theoretisch rausschaben. Und am Hinterkopf genauso, nicht wahr? Aber ich will es nicht, nicht wahr? Also ich versuche mich zu zügeln, nicht wahr? Und durch diese Ausleitungen hier und Homöopathiemittel und so Zeug, war, hoffe ich, dass das so bleibt. Ich will das nicht mehr machen, ne? Ich habe genügend Haare schon da hinten verloren, ne? Das hole ich auch noch raus, das bisschen hier. Da ist noch ein bisschen da minimal, das kann ich noch. Später hole ich das raus in der Küche. Und jetzt nehme ich dieses Detox-Mittel drauf. So, ne? Detox, ja. Werde ich immer schütteln und dann auf die Zunge. Jetzt halte ich das gerade so und denke ich mir, wo ist es denn hin? Tja, das ist ein bisschen zurückgegangen. Es ist aber noch immer noch die so ungefähr die Hälfte ungefähr, ja. Ah, es tropft beinahe. Also. Here we go, huh? Das ist ziemlich scharf, also angenehm mit Bentonit und ja, aber es muss sein. Was, wenn es sein muss, muss es sein, ne? Wenn es sein muss, dann muss es sein. Da ist Alkohol drin, nur 20%, ne? Also wirklich. Normalerweise trinke ich keinen Alkohol. Vielleicht ein paar Moncheries oder die ganze Packung gleich, ja? Und dann bin ich noch nicht einmal so gut drauf wie hier. Also, das ist gutes Zeug. Oh! Dieses Detox ist super. Es ist Wahnsinn, hä? Hallo, Frau Heilpraktikerin. Das ist great. Und jetzt nehme ich mir mal die Kügelchen vor. Die Kügelchen. So, jetzt bin ich hier und hier sind meine 10 Kügelchen und die tue ich jetzt unter die Zunge. Okay. Und was ich sagen sollte ist, cool. Das Ding, ja, weil ich die Dinge ja raushole, diese Dinge rausreiße, ja, es kann sein, dass sich da wieder neue Borreliose-Bläschen gebildet haben, ne? Weil es juckt mich ständig an der Seite um es herum, nicht wahr? Also da möchte ich wieder reinknirschen. Ich will das nicht, aber ich versuche mich erst einmal mit dem Zeug hier zurückzuhalten. Jetzt nehme ich nochmal dieses HO-Wasser, was ich dort noch übrig habe. Ich tue das auf die Fließ drauf und dann tue ich das hier tupfern halt, also an der Dingseite und so weiter, nicht wahr?
Das muss aufhören, das muss aufhören. Und das Ding, diese Borreliose muss auch unbedingt aufhören, nicht wahr? Okay, ich bin jetzt immer noch ein bisschen happy drauf und na. Okay, gut, dann bis bald, ne? Bis dann. Tschüss, tschüss.